Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DZW TV die Woche. Heute haben wir ein recht komplexes Thema für Sie, Gemeinschaftspraxis und Co. Berufsausübungsgemeinschaften oder Praxisgemeinschaft, medizinisches Versorgungszentrum, angestellte Zahnärzte oder doch lieber die klassische Variante der Einzelpraxis. Diese Frage stellen sich zahlreiche Zahnärzte immer wieder. Denn seit Inkrafttreten des Vertragsarztrechtsänderungsgesetzes im Jahr 2007 gibt es eine kaum noch überschaubare Vielfalt an Kooperationsmöglichkeiten. Insbesondere die juristischen Aspekte einer gemeinsamen Berufstätigkeit können Zahnärzte nur schwer richtig einschätzen. Die wichtigsten Punkte dazu hat Dr. Wieland Schinnenburg, Zahnarzt und Rechtsanwalt aus Hamburg, in einem Impulsvortrag auf der IDS 2011 vorgestellt. Die klassische Niederlassungsform ist die Einzelpraxis. Bis heute sind über 3/4 der Zahnärzte in Einzelpraxis niedergelassen. Sie kennen das, intime Arzt-Patient-Beziehung, aber eben stark abnehmend. In den letzten gut 10 Jahren deutlich zurückgehen. Es gibt manche Leute, die sagen, Einzelpraxis gibt es gar keine Zukunft mehr. Und seit 2007 gibt es jede Menge Alternativen, über die ich Ihnen jetzt hier ein bisschen was erzählen will, was Sie stattdessen machen können. Wenn Sie gemeinsam arbeiten, können Sie Kosten sparen. Wir haben ein großes, breites Leistungsspektrum, können verschiedene Patiententypen ansprechen. Sie wissen vielleicht, die Frauen, die weiblichen Zahnärzte gelten als einfühlsamer, die männlichen mehr als technisch geschickter. Also nicht schlecht, Mann und Frau zusammen. Das ist völlig so, denken die Leute. Vielleicht auch zu Recht. Längere Sprechzeiten können Sie anbieten, können sich leicht gegenseitig vertreten. Fachlicher Austausch. Jetzt gibt es aber leider auch ein paar Nachteile gemeinsamer Berufstätigkeit. Und der wichtigste, mit dem hatte ich gestern zu tun, Streit unter Zahnärzten. Es ist ganz oft so, dass die sich gegenseitig, ich habe es hier in netten gruppendynamische Probleme beschrieben. Also Sie glauben gar nicht, wie oft es Streit unter Zahnärzten einer Gemeinschaftspraxis gibt. Werde ich nachher noch ein bisschen was zu sagen. Also nicht, dass Sie denken, jetzt ist alles bestens, wenn wir zusammenarbeiten. Sie sollten sich fragen, was Sie für ein Typ sind. Wenn Sie ein Typ sind, der mal gern alles alleine entscheidet, bleiben Sie bei der Einzelpraxis. Wenn Sie aber gerne im Team arbeiten, euer ganzes Leben auch gerne im Fußball zusammengespielt haben oder eine andere Sportart, dann sind Sie vielleicht ein Typ für eine gemeinsame Berufsausübung. Der Klassiker ist die örtliche Berufsausübungsgemeinschaft, die gibt es seit langer Zeit. Das ist dasselbe wie klassische Gemeinschaftspraxis. Also bis 2007 hieß das Gemeinschaftspraxis. Heute steht im Gesetz Berufsausübungsgemeinschaft, ist das völlig das Gleiche, ist kein Unterschied. Nur wir müssen jetzt immer sagen, auch in den Verträgen, Berufsausübungsgemeinschaft ist aber nichts anderes als die Gemeinschaftspraxis. Wichtiger Punkt, volle gegenseitige Haftung, inklusive Altverbindlichkeiten und Nachhaftung. Sie treten frisch in eine Berufsausübungsgemeinschaft oder Gemeinschaftspraxis ein, Sie haften für alles, was die bisher an Verbindlichkeiten aufgehäuft hat. Und da gibt es nicht wenige. Sie haben möglicherweise Leasingverträge abgeschlossen oder Geräte gekauft, die längst kaputt sind, gar nicht mehr da sind und plötzlich kommt der Verkäufer und will Geld haben, dafür haften Sie alles. Und umgekehrt, wenn Sie ausscheiden, gibt es auch eine 5-jährige Nachhaftung. 5 Jahre lang haften Sie noch für alle Schulden, die aufgehäuft wurden in der Zeit, wo Sie Mitglied der Gemeinschaftspraxis waren. Das ist also rechtlich nicht ganz unproblematisch. Gewerbesteuerpflicht, vielleicht kennen Sie das, verkauft jemand von Ihnen Mundhygieneartikel in der Praxis? Sind Sie Gemeinschaftspraxis oder Einzelpraxis? Okay, dann geht es, brauchen Sie nur zu trennen. Wenn Sie Gemeinschaftspraxis haben, gibt es die berühmte Abfärbetheorie. Durch geringen gewerblichen Anteil an Ihrem Umsatz wird der gesamte Umsatz gewerblich. Einzelpraxis ist das Problem nicht, aber bei Gemeinschaftspraxen. Ein Standort. Oft wird diskutiert bis heute, ich war gestern auf einem großen Medizinrechtskongress mit vielen Fachanwälten, die Frage, muss in einer Gemeinschaftspraxis jeder Partner auch am Vermögen der Praxis beteiligt sein? Endgültige Klarheit haben wir immer noch nicht, aber höchstwahrscheinlich ist es so, wie ich es jetzt sage. Nämlich, in der Berufsordnung steht, der Zahnarzt muss wirtschaftlich unabhängig sein. Daraus wurde Jahrzehnte geschlossen, ihm muss die Praxis selbst gehören. Das ist nicht mehr so. Es ist höchstwahrscheinlich so, dass Sie am materiellen Vermögen einer Praxis auf Dauer nicht beteiligt sein müssen. Es kann da so sein, Dr. A, dem gehört die ganze Praxis, alle Einheiten und so weiter, und Dr. B beteiligt sich daran überhaupt nicht, ist trotzdem vollwertiger Partner einer Gemeinschaftspraxis. Ist noch nicht endlich geklärt, aber höchstwahrscheinlich ist das so. Anders sieht es aus mit dem immateriellen Wert. Wissen Sie, was immaterieller Wert ist? Gleicher Goodwill ist der gleiche Begriff auf Englisch, also der Praxiswert, also Ihre Marktchancen. Dass Sie als Dr. Müller, weiß nicht, wie Sie heißen, bekannt sind, Dr. Müller, der gute Zahnarzt aus Köln-Deutz,
da kommen die Leute hin, weil er einen guten Namen hat. Das ist ein Immateriell, der Patientenstamm, dass sie 400 Patienten pro Quartal oder wie auch immer haben, das ist der Praxiswert oder 1000 oder 100, wie viel auch immer. Das ist der immaterielle Wert. Und da sagt eigentlich die Rechtsprechung, das ist ziemlich sicher, dass es dabei bleiben wird. Am Anfang müsste es auch nicht beteiligt sein, aber spätestens nach 3 Jahren müssen sie am immateriellen Vermögen beteiligt werden. Also unser Dr. A. von eben muss also seinen Jungpartner nicht einen Teil der Behandlungseinheiten geben, aber wir lesen öfters Formulierungen in den Praxisverträgen, die nicht von mir sind. Dr. B. ist auf Dauer am vom immateriellen Wert ausgeschlossen. Diese Klausel ist unwirksam. Damit ist der ganze Vertrag in Gefahr. Es kann sein, dass sie Scheinselbstständiger produziert haben, dann müssen sie Honorar zurückzahlen. Neulich war ein Fall, 800.000 Euro wurden zurückgezahlt. Sie machen sich strafbar, Abrechnungsbetrug, also eine endlos lange Latte. Ja, also am immateriellen Vermögen müssen Sie spätestens nach 3 Jahren beteiligt werden. Und wenn Sie ausscheiden, auch eine Abfindung dafür kriegen. Damit sind wir der magischen 3-Jahres-Grenze. Die Rechtsprechung hat einmal in diesem Punkt, den ich gerade schon sagte, und auch Hinauskünfte. Sie kennen das vielleicht, ist auch sehr beliebt in Gemeinschaftspraxisverträgen. Da wird gesagt, ja, der neu aufgekommene, eingetretene Dr. B. muss in jedem Fall die Praxis verlassen. Wenn wir jetzt also nach 5 oder 10 Jahren trennen, muss Dr. Jung, wie ich ihn immer nenne, immer ausscheiden. Egal, wer gekündigt hat und wer die Ursache verursacht hat. Eine solche Klausel ist mit Sicherheit rechtlich unwirksam. Im Moment, Rechtsprechung BGH ist 3 Jahre. Bis zu 3 Jahre darf so ein Recht vereinbart werden. Es ist in der Diskussion, dass diese Frist sogar auf 2 Jahre verkürzt wird. Also mit Sicherheit, wenn Sie sagen, die ersten 4 Jahre muss der junge Zahnarzt ausscheiden, egal, wenn wir uns trennen, muss immer aus dem Praxisraum raus, diese Klausel ist unwirksam. Bei 3 Jahren ist sie wahrscheinlich wirksam, mit Sicherheit ist sie wirksam bei 2 Jahren. Ist aber nicht ganz sicher. Und deshalb auch, wie ich vorhin schon sagte, nach 3 Jahren muss also auch keine Abfindung im immateriellen Wert gezahlt werden, wenn man sagt, erst nach 3 Jahren hat der neue Zahnarzt die Praxis geprägt und kriegt dafür eine Abfindung. Also 3 Jahre, bis zu 3 Jahre können Sie noch so aus dem neuen Partner so eine Art Edelassistenten machen, aber ab dem 4. Jahr, ob Sie es wollen oder nicht, egal, was Sie im Vertrag reinschreiben, ist er ein vollwertiger Partner, der alle Rechte haben muss, außer materiellen Wert, und der auch Abfindung kriegen muss. Das können Sie nicht ausschließen. Wenn Sie es ausschließen, ist der Vertrag im günstigsten Fall nur unwirksam, im Pechfall Strafverfahren und Ähnliches. Nach 3 Jahren geht eben alles los. So, neu ist jetzt die überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft. Also hier ist der Dr. Müller in Köln-Deutz, da ist der Dr. Meyer in Düsseldorf. Die kennen sich von der Messe, haben die gerade kennengelernt, sagen, pass mal auf, lass uns mal eine überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft machen. Das war bis vor 4 Jahren völlig undenkbar. Jeder flippte völlig aus, wenn man Gedanken einfach nur, nicht Stichwort persönliche Leistungserbringung, das geht jetzt. Sie können also ab Januar oder ab 1. April machen wir das jetzt zusammen. Gemeinsame Abrechnung. Ich klicke das mal nur eben ein bisschen durch. Sie merken daran meinen Kommentar, seien Sie vorsichtig damit. Da sind enorme rechtliche und wirtschaftliche Gefahren mit verbunden. Also ich sehe keinen großen Sinn, ehrlich gesagt, da drin. Das machen aber einen. Ich klicke es mal durch. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie mich nachher. Am eigenen, komplizierte Rechtsvorschriften und so weiter. Bezirksübergreifende BAG, unser Fall wäre Köln und Düsseldorf. Sie können auch, Sie in Köln, ich in Hamburg, könnten auch zusammen eine, das wäre möglich, aber Sie ahnen, das wird kompliziert. Sie können damit nicht, das ist das hier, eigentlich kann man, den machen wir doch so, wir haben in Hamburg ein günstigeres Budget als Sie in Nordrhein, also brechen wir jetzt schnell alles über Hamburg ab. Nee. Es gelten auch für die Abrechnungen, die wir über Hamburg abrechnen, Ihre Leistungen werden nach den Vorschriften der KZV Nordrhein abgerechnet. Sie können also auch keine Honorar- oder HVM-Tricks machen, wie manche Leute denken, alles abgesperrt. Das ist eine reine Abrechnungstechnik, sagen wir mal. An allen Standorten müssen Namen aller Partner auf das Praxisschild. Das heißt also, bei Ihnen muss auch der stehen und bei Ihnen muss auch der stehen. Und wenn es 10 sind, dann eben 10. Ja. Das MVZ, nur einen Satz dazu, ich rate Ihnen davon ab. Ja. Das dient anderen, aber nicht den Zahnärzten. Praxisgemeinschaft. Kennt jemand den Unterschied zwischen Gemeinschaftspraxis und Praxisgemeinschaft? 2 Welten prallen aufeinander. Gemeinschaftspraxis, eine gemeinsame Rechtspersönlichkeit agiert. Die Partner, die Behandler sind austauschbar. Praxisgemeinschaft werden nur Räume und Personal und anderes geteilt. Keine Haftung für Behandlungsfehler des anderen, als Gemeinschaftspraxis haften Sie für alle Fehler, die der andere macht. Aber Achtung, die meisten Praxisgemeinschaften treten nach außen wie Gemeinschaftspraxen auf. Und dann haften Sie doch, weil nach deutschem Recht geht es immer um den Verkehrsschutz. Also wer so auftritt wie eine Gemeinschaftspraxis, auch wenn er keine ist, haftet so. Wenn Sie also schreiben, Dr. Müller, Dr. Meyer, Zahnärzte, dann treten Sie nach außen wie die Gemeinschaftspraxis auf.
obwohl Sie vielleicht intern eine Praxisgemeinschaft sind. Sie müssen darüber schreiben, Praxisgemeinschaft Dr. Müller, großen Absatz Dr. Meier. Sie müssen getrennte Visitenkarten haben, Sie müssen getrennte Bücher haben, Sie müssen getrennte Aufzeichnungen haben, Sie müssen theoretisch eine getrennte Telefonnummer haben, Stichwort ärztliche Schweigepflicht und so weiter. Denken Sie bitte daran, kann man weiter vertiefen, nur als Hinweis für Sie. Jenseits der Schweigepflicht, dann sagen manche, ja, ich mache eine Praxisgemeinschaft und überweise mir gegenseitig die Patienten, dann habe ich ja mehr Budget. Ja, also alle Patienten sind wie durch ein Wunder immer bei beiden in Behandlung. Keine Angst, das merkt die KZV. Per Computerprogramm kein Problem. Zwischen 10% und 15% der Patienten dürfen von beiden behandelt werden. Das kann man ungefähr begründen durch Urlaub, Krankheit. Aber wenn sich alle gegenseitig überweisen, die Litanei, unwirksam, Honorarrückzahlung, Strafverfahren. Vorsichtig. Es ist sehr umstritten, ob Sie einen Schichtdienst machen dürfen, also bei einer Praxisgemeinschaft. Gemeinschaftspraxis, kein Problem. Praxisgemeinschaft, der eine von 7 bis 12, der andere von 14 bis 19 Uhr, ist möglicherweise unzulässig bei einer Praxisgemeinschaft. Warum? Weil jeder einzelne Zahnarzt mit seiner Abrechnungsnummer die üblichen Sprechzeiten abdecken muss. Ist ein bisschen umstritten, aber ist wahrscheinlich so. Gemeinschaftspraxis, kein Problem. Zweigpraxis gibt es auch erst seit 2007, war vorher auch nicht denkbar, jetzt gibt es die. Zwei Voraussetzungen, Verbesserung der Versorgungsqualität am neuen Ort, am Zweigort, aber Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Versorgung am vorhandenen Ort. Es war gerade neulich ein Fall vom Bundessozialgericht, ein Kölner Kieferorthopäde meinte noch irgendwo in den neuen Bundesländern 400 Kilometer entfernt eine Zweigpraxis machen zu müssen. Das wurde nicht zugelassen. Man sagt, entweder bist du im neuen Bundesland kaum da, wie willst du das schließlich machen, oder du bist in Köln nicht mehr da. Entweder leiden die Kölner Patienten oder die in Brandenburg, ich weiß nicht, wo der andere Ort war. Also nicht, dass Sie meinen, Sie können beliebig Zweigpraxen eröffnen. Einzelheiten sind kompliziert. Sie dürfen nur ein Viertel Ihrer Zeit in der Zweigpraxis verbringen. Den können Sie jetzt mit angestellten Zahnärzten arbeiten. Also der hätte Folgendes machen können, ich gehe nach Brandenburg und da bin ich auch nur 10 Stunden die Woche, aber ich habe noch einen angestellten Zahnarzt oder Kieferorthopäden, der macht das dann. Aber auch das glaubt ihm eben nicht, dass er 10 Stunden es schafft, in Brandenburg zu sein und auch noch in Köln parallel. Der hat also verloren vom Bundessozialgericht. Anstellung von Zahnärzten, das ist das, was alle seriösen Anwälte Ihnen seit 2007 empfehlen. Bevor Sie eine Gemeinschaftspraxis oder Praxisgemeinschaft oder Partnerschaftsgesellschaft, was auch immer, gründen, nehmen Sie den Dr. Jung, wie ich ihn immer nenne, also den eintretenden neuen Paten, erstmal für 1 oder 2 Jahre als Angestellten. Dringender Rat von uns. Früher, bis 2007, haben noch alle diese Scheingemeinschaftspraxen gebastelt, um junge Zahnärzte irgendwie reinzukriegen, weil man sie eben nicht anstellen konnte. Sie können sie seit 2007 anstellen, auch unbefristet, bis zu 2. Machen Sie das und testen Sie den Mann, oder der testet Sie natürlich auch als Dr. Alt. Vielleicht stellt er auch fest, ich komme mit dem gar nicht klar. Also mein Tipp, wenn Sie sich vergrößern wollen, stellen Sie erst einmal an. Wir brauchen einen anstellenden Vertragszahnarzt. Wichtig zu beachten, wenn Sie eine Gemeinschaftspraxis haben, können Sie natürlich auch Zahnärzte anstellen. Dann müssen Sie aber einen dieser Zahnärzte zum anstellenden Zahnarzt bestimmen. Fortbildungspflicht. Kennen Sie die Fortbildungspflicht nach 95D? Ja? Das sind diese 150 Punkte, 125 Punkte, die Sie alle 5 Jahre zusammenbasteln müssen. Das muss der auch. Und Sie müssen als Chef dafür sorgen, dass der das auch tut. Wenn der es nämlich nicht tut, der die Honorarkürzung daraus folgt, Sie haben 500 Punkte gemacht, der aber nur 50, dann kriegen Sie Honorarkürzung. Auslösung von Gewerbesteuerpflicht. Sie merken schon, wieder kommt die Geschichte an. Ich hatte es vorhin schon gehört, Gewerbesteuerpflicht dann immer, nur bei Freiberuflern dann nicht, wenn Sie wirklich freiberuflich tätig sind. Das nennt man die Stempeltheorie, wenn Sie selber der Arbeit Ihren Stempel aufdrücken. Das tun Sie in der Einzelpraxis problemlos. Bei einer überordentlichen Gemeinschaftspraxis habe ich meine allergrößten Schwierigkeiten, wie ich vorhin schon sagte. Beim anstellenden Zahnarzt konzentrieren sich darauf, das machen Sie so, wie ich das mache. Ich habe einen angestellten Zahnarzt. Jeder Fall wird vor- und nachbesprochen. Und ich lege im Zweifelsfall fest, nee, pass mal auf, die 5 Kronen machen wir nicht. Wir ziehen die Zähne raus, machen eine Stahlplatte, was auch immer. Ich präge noch die Arbeit meiner angestellten Zahnärzte. Machen Sie bitte auch so, sonst droht Ihnen Gewerbesteuerpflicht, weil Sie ja nicht mehr Ihre eigene Arbeit zu Geld machen, sondern zum großen Teil von delegierter Arbeit leben. Kann Gewerbesteuerpflicht auslösen. In Gemeinschaftspraxen besonders schlimm, Stichwort Abfärbetheorie. Da knallt es richtig im Karton. Und KAVE Arbeitsrecht. Für einen angestellten Zahnarzt gilt das ganz normale Arbeitsrecht. Und das Arbeitsrecht ist ganz einfach in Deutschland, extrem einfach. Der Arbeitnehmer darf alles, der Arbeitgeber darf nichts. Ja, also der Arbeitgeber haftet für alles. Also die angestellte Zahnärztin, die schwanger wird, steht im gleichen Schutz wie ihre Helferin, im Unterschied, dass sie doppelt oder dreimal so viel Geld verdient.
Also volles Arbeitsrecht gilt, das ist der Nachteil davon. Jetzt mein Lieblingsthema, da ich oft mit Streit in Gemeinschaftspraxen beschäftigt bin, hören Sie ein paar Stichworte an zum Frage Streit unter Zahnärzten. Häufig und teuer. Es ist ein Tabu. Sie werden offiziell keine Statistiken finden, wie oft das passiert. De facto in jeder zweiten Gemeinschaftspraxis knackt es und knallt es. Gibt es Streit. Mit Hilfe von Anwälten, die genervt sind, aber viel Geld damit verdienen. Hinter jedem Streit steckt ein Konflikt. Das ist die Grunderkenntnis der Streitwissenschaft, der Mediatoren. Ich bin auch Mediator. Vordergründig hatte neulich einen Fall, eine Zahnärztin bestellt den Catering-Service für 50 Euro, hat die andere gesagt, will ich nicht. Ein völlig banaler Streit. Dahinter stecken tiefgehende gegenseitige Konflikte, die gar nicht rauskamen. Und vor Gericht wird euch nur um die 50 Euro gestritten und die Steuererklärung, was es da alles war, um die über sich gestritten hat. Besprechen Sie das sorgfältig untereinander. Wenn Sie merken, der andere hat irgendwelche Vorbehalte, sprechen Sie ihn an. Sorgfältige Kommunikation, regelmäßig Partnergespräche. Machen Sie regelmäßig Gespräche mit Ihrem Partner. Eine Gemeinschaftspraxis, wo die Partner sich nie sehen und sich nie sprechen, ist zum Scheitern verurteilt. Störungen haben Vorrang, frühzeitig Mediation. Wenn Sie merken, der andere hat Probleme, sprechen Sie mit ihm. Wichtiger als Ihr Tennistermin. Glauben Sie mir, es lohnt sich. So, die können jetzt alle runterbeten, die wichtigen Punkte am Gemeinschaftspraxisvertrag. Ich glaube, ich lasse das mal. Das sind ganz viele. Und frage einfach nur, haben Sie Fragen? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit erstmal. Das war leicht gekürzt der Vortrag von Rechtsanwalt Dr. Wieland Schinnenburg auf der IDS am Stand der Dr. Hinz Unternehmen. Mehr Informationen zum Referenten finden Sie im Internet. Und wer jetzt noch Fragen zum Thema hat, für den gibt es praktisches Wissen zum Nachlesen und Vertiefen in dem Buch Gemeinschaftspraxis und Co. von Dr. Schinnenburg. Weitere stets aktuelle Themen gibt es wie immer in den Printausgaben der DZW und ihren Supplements und natürlich auch im Internet unter www.dzw.de. Ich sage Tschüss, Ihnen eine gute Woche und bleiben Sie bei Laune.